Schieben wir die Falschen ab oder ist jeder, der abgeschoben wird, richtig abgeschoben? Also wenn die Gesetzeslage so ist, dass er abgeschoben werden muss, weil sein Antrag abgelehnt ist, kann ich ihn nicht gegen das Gesetz hier behalten, weil ich ihn als Arbeitskraft brauche. Die hier einen guten Job machen, also da finde ich es auf jeden Fall verkehrt, die abzuschieben. Wenn sie einen Job hätte, könnte sie einfach hier bleiben, ne? Ja, würde ich sagen. Willkommen zu De Facto und einem Thema, bei dem ganz Hessen diskutiert. Sollen abgelehnte Asylbewerber hierbleiben dürfen, wenn sie als Fachkräfte tatsächlich gebraucht werden und auch Arbeit haben? Bislang ist das ja nicht vorgesehen. Und was die Leute dabei aufregt, dass das Asylgesetz Schlupflöcher lässt für straffällig gewordene Asylbewerber, die dann häufig länger bleiben können. Schieben wir also wirklich die Falschen ab? Hessische Unternehmer sagen ja. Wir beginnen unsere Reise auf einer Baustelle in Niedermöhren. Das Straßenbauunternehmen Schütz hat in den letzten Jahren auch Flüchtlinge ausgebildet. Denn in der Branche fehlen Fachkräfte. Mohammed kommt aus Somalia. Er würde gerne in Deutschland bleiben, erzählt er uns. Jetzt fast Dritteljahr, seit 2 Jahren hier bin schon. Jetzt 3 Jahre fast. Ja. Und macht Ihnen das Spaß? Ja, macht sehr Spaß. Viele Bewegungen. Viel Spaß, ja. Während der Ausbildungszeit dürfen Flüchtlinge wie Mohammed in Deutschland bleiben. Und was ist nach der Ausbildung? Theoretisch könnten sie abgeschoben werden, auch wenn sie Arbeit hätten. Das findet der Chef der Firma nicht in Ordnung. Das sind wertvolle Mitarbeiter, die wir auch brauchen. Bei uns gehen jedes Jahr viele Leute in Rente und es kommen weniger nach. Und ich glaube, da sind wir leider kein Einzelfall. Und das wäre nach meiner Einschätzung ein guter Ansatz, den Fachkräftemangel zu begegnen. Schieben wir in Deutschland die Falschen ab? Wir fragen die Menschen im Land, in Mittelhessen und im Frankfurter Bahnhofsviertel. Sollen Asylbewerber in Deutschland bleiben dürfen, wenn sie hier Arbeit gefunden haben? Wir hören uns in der Fußgängerzone in Bad Nauheim um. Was denken die Hessen? Hier gebrauchen kann man jeden, aber die haben, glaube ich, auch daheim auch genug Arbeit, dass sie das da auch wieder machen können, wieder richten können. Denke ich mir wenigstens. Wenn sie es jetzt verlassen, ihr Land, verlassen sie es, dann haben sie bestimmte Gründe. Aber wenn da der Krieg irgendwann mal vorbei ist oder das Ganze irgendwann mal vorbei ist, dann sollen sie auch wieder heimgehen. Sollten wir also Menschen nach Hause schicken, obwohl wir Fachkräfte gut gebrauchen können? Die sollte man wirklich lieber hier im Land behalten und arbeiten lassen. Ja. Weil das andere macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber wenn der Antrag abgelehnt ist? Dann sollen sie eine Aufenthaltsgenehmigung, weiß der Teufel was kriegen. Das sollte doch wohl kein Problem sein. Die Leute arbeiten hier, die zahlen dann hier Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, allem Pipapo. Yippie! Wenn also einer schon über Jahre oder auch mit Arbeit hier fest sesshaft ist, mit welchem Grund schiebt man den dann ab? Und einer, der eigentlich laufend straffällig wird oder auffällig wird, da wird erstmal gar nichts gemacht. Dann dauert es ewig, bis die Gerichte irgendwie was entscheiden. Die meisten Menschen in Bad Nauheim sind der Auffassung, dass Flüchtlinge hier bleiben sollen, wenn sie als Fachkräfte gebraucht werden. Doch nicht alle haben Mitleid mit Unternehmern, die Arbeitskräfte durch Abschiebung verlieren. Ist selber schuld. Wenn du jemanden aufnimmst oder ausbildest, der einfach nur ein Duldungsrecht hat oder ein Asylverfahren oder wie auch immer das sich nennt, ich weiß es nicht. Und dann jemanden ausbildet mit dem Hintergrund, er könnte irgendwann abgeschoben werden, darf er nicht traurig sein, dass er auch abgeschoben wird. Es ist doch irgendwie paradox. Dringend benötigte Fachkräfte können abgeschoben werden. Einige Straftäter und Gefährder aber bleiben in Deutschland, zum Beispiel wenn ihnen im Heimatland die Todesstrafe droht. Bahnhofsviertel in Frankfurt, auch bekannt für seine kriminelle Szene. Wir treffen die stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP. Karin Schäfer erzählt, dass die Polizisten hier häufig die gleichen Flüchtlinge festnehmen, die einfach nicht abgeschoben werden können. Was ärgert die Polizisten so und was frustriert sie so? Dass sie das Gefühl haben, dass Menschen, die hier gut integriert sind, die hier sind, um Schutz zu suchen, abgeschoben werden und andere, die hier sind, um das System auszunutzen bzw. auch hier kriminell zu werden, dann immer, wenn es zur Abschiebung geht, abtauchen können, um dann dieser Abschiebung zu entgehen. Die haben natürlich auch die gewissen Mittel und wissen, wie sie sich verstecken können und dieser Abschiebung aus dem Weg zu gehen. Auch hier hören wir uns um, was die Menschen auf der Straße denken. Ja, ich habe schon oft gehört, dass die Leute, die eigentlich alles richtig machen, die sich melden, dass die dann abgeschoben werden und diejenigen, die quasi zig Identitäten haben, schaffen es so unterm Radar zu bleiben. Und das ist schon, ja, also ich würde sagen, man schiebt oft die Falschen ab. Wenn sich jemand hier schon integriert hat,
arbeitet, dann müsst ihr eigentlich auch hier bleiben. Und dann ist die Abschiebung von diesen Leuten schwer nachvollziehbar. Wie stehen Sie zu der Position, dass Flüchtlinge oder Asylsuchende, die kriminell geworden sind, abgeschoben werden sollen? Sehr rasch, und zwar dann, wenn sie also mehr als zu einer Ordnungswidrigkeit verurteilt worden sind, dann sollten sie gehen. Die Politik ist gerade am Umdenken. Abgelehnte Asylbewerber, die bereits gut integriert sind, sollen nicht abgeschoben werden. Spurwechsel heißt diese Idee. Die meisten hier finden den Vorschlag gut. Gehören Sie zu denen, die vielleicht sagen, nee, wenn ein Asylantrag abgelehnt ist, dann muss abgeschoben werden, weil so ist die Rechtslage? Nein, ich glaube, dass dieser Spurwechsel völlig richtig ist. Das zeigt ja auch die Geschichte. Als in den 60er Jahren die Gastarbeiter hierher gekommen sind, waren die auch ein Gewinn für die Gesellschaft. Und diejenigen, die heute als Flüchtling dazu beitragen, dass es dieser Gesellschaft besser geht, dass sie hier Jobs machen, die die anderen nicht machen wollen, super. Also wir wären ja blöd, wenn wir die abschieben würden. Unser Fazit: Die meisten Menschen sind der Auffassung, dass wir in Deutschland die Falschen abschieben. Viele würden sich von der Politik eine Lösung für das Dilemma wünschen, damit Fachkräfte, die dringend benötigt werden, bleiben können und Straftäter konsequenter abgeschoben werden. Gesetzliche Hindernisse, soweit das Auge reicht. Dabei sollten die Hürden insbesondere für Fachkräfte aus dem Ausland, wie zum Beispiel Pfleger, besonders niedrig sein. Doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Wer aus dem europäischen Ausland bei uns als Pflegekraft arbeiten will, muss nicht nur geografisch einen langen Weg zurücklegen. Das Elisabethenstift in Darmstadt hat aber eine gute Idee, um Pflegekräfte zu bekommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, es ging so. Ich schlafe nie gut im Krankenhaus. Oh, ich kann mir vorstellen, besser ist zu Hause, ja, oder? Genau. Ah, ja. Es ist ein ganz normaler Morgen im Elisabethenstift in Darmstadt. Krankenpflegerin Merima Alesfahic macht ihren Morgenrundgang über die Station und sieht nach ihren Patienten. Nehmen Sie die Blutdruckmedikamente? Ich nehme die Medikamente, die Sie mir geben. Normalerweise habe ich immer einen Plan zu Hause, aber was ich jetzt bekomme, weiß ich nicht. Das wissen Sie genau. Ja? Okay, ich messe jetzt. Nur ich weiß, ich messe Mittel, das weiß ich, ja. Es war kein leichter Weg für die junge Krankenschwester aus Bosnien. Um der hohen Arbeitslosenquote zu entfliehen, verlässt sie vor 2,5 Jahren ihre Heimat. Damals ist sie erst 18 Jahre alt und wagt den Schritt ins Ungewisse. 140 zu 70. Oha, wird ja normal. Ist ja toll. Als Kleine, ich habe immer so einen Traum gehabt, dass ich irgendwo anders gehe und etwas anderes beginne. Es ist sozusagen jetzt die gleiche Arbeit, aber die andere Land, die andere Leute, Kultur, Umgebung, das hängt irgendwie alles zusammen. Okay. Aber auf jeden Fall kommen wir noch mal vorbei wegen der Übergabe. Genau, ja. Okay, gut. Die Patienten sind es gewohnt, dass oft mehr als die Hälfte der Krankenschwestern und Pfleger nicht aus Deutschland kommt. So, okay. Sprechen gut Deutsch. Ich bewundere sie immer. Ich sage immer, wie lange sind sie in Deutschland, gell? Ein Jahr, anderthalb Jahr, oh je. Sag ich immer, stellen Sie sich mal vor, wir müssen dorthin. Ich glaube, wir können das nicht. Aber sie haben so eine Energie, also ich bin erstaunt. An allen Ecken und Enden fehlen Pfleger. Deshalb hat das Elisabethenstift ein spezielles Programm ins Leben gerufen, um Pflegekräfte wie Merima Alesfahic aus Osteuropa anzuwerben und weiterzubilden. Wir haben 60 Kollegen in den letzten 2,5 Jahren hier integriert, die auch aus Mundpropaganda gekommen sind, weil wir in der Vergangenheit immer mehr in die Situation gekommen sind, dass wir unsere Stellen nicht mehr nachbesetzen konnten. Wir haben also generell in der Pflege ist eine hohe Fluktuation. Im Rhein-Main-Gebiet gibt es nicht genügend Pflegekräfte auf dem innerdeutschen Markt, um die Stellen zu besetzen. In Merima Alesfahics Heimat Bosnien liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über 50% und die Hoffnungen und Träume, einen Job in Deutschland zu bekommen, sind deshalb hoch. Bevor sie aber anfangen können, in dem Darmstädter Krankenhaus zu arbeiten, kommen die Pflegekräfte für ein Bewerbungsgespräch und zum Probearbeiten nach Deutschland. Voraussetzung: erste deutsche Grundkenntnisse.
Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Wir mussten lernen, in die Schule gehen, also Deutschkurs besuchen. Und nach 8 Monaten, wir sollten schon eine Pflegegruppe von 12 oder im Nacht, also von 20 Patienten sogar machen. Und am Ende, wenn man sieht, wie viel man geschafft hat und erlernt hat, das ist schon eine große Sache.